Das macht Laune. Bälle in ein Rohr stopfen, hochkatapultieren und wieder aus dem Wasser fischen. An der Kreativbaustelle, die die Spielefeuerwehr der NWZ aufgebaut hatte, war viel los. So auch an den anderen Stationen beim großen Kinderfest am Samstag im Wildeshauser Krandel. Da werden Holzstapel aufgebaut oder auf die Torwand geschossen. Andere Kinder schlagen mit dem Hammer eifrig Nägel in den Balken oder ziehen große Seifenblasen, die im Sonnenlicht in den Regenbogenfarben schimmern. Besonders großen Andrang gab es allerdings beim Modellieren von Luftballons. Zum Kinderschützenfest gehört auch der Malwettbewerb im Zeughaus. Gut 100 Kunstwerke entstanden, die ab Donnerstag in der Volksbank Wildeshausen zu sehen sein werden.